Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 Hofbergmann zusammen mit dem Boss. Guten Tag. Guten Tag. Wer den letzten Stream mitverfolgt hat, wird sehen oder wissen, dass wir mittlerweile das Strohbergungs-Addon auf dem Server haben. Und ich lege hier fast den Trecker auf die Seite. Das schneiden wir raus. Nein. Ja, wir haben schon das Heu oder das Grasland, was wir hatten, haben wir zu Heu umgewandelt. Quasi. Also gemäht, gezettet. Und irgendwie ist der Trecker hier zu klein für den. Hat der überhaupt ein Gewicht? Der hat gar kein Gewicht vorne dran, wa? Doch, hat er. Naja, egal. Ja, worauf ich hinaus wollte, wir haben schon ein bisschen Geld verdient. Beziehungsweise der Bosse auch. Und jetzt sind wir gerade dabei, Feld 4 die Gerste zu ernten. Und der Bosse presst das gleich zu Pellets. Ach, wie schwan das um, ey. Das ist ja sowas von scheiße. Ja, sag ich ja. Schon fast 400 PS Schlepper, Mann. Ja, du hast ja schon 400 PS. Nee, der hat keine 400 PS. Er hat 396. Oder? Ja. Naja, siehst du. Kraus trotzdem muss mit 3 km/h einen Berg rauf. Oder 2. Mhm. Aber umsparen können wir erst, wenn der Dings fertig ist. Mhm. Das, weil er keine Radgewichte hat. Nee. Dass die Räder durchdrehen. Meinst du? Hast du Allrad an? Ist alles an. Ist alles auf grün. Und wir haben aber keine realen Gewichte und nichts drin. Ja, versuch du das mal. Siehst du das ja? Ja, ich glaub dir das ja. Also. Richtig hätten die Räder durch. Ach so? Welchen hast du denn jetzt eigentlich da? Die 939. Kann auch nicht sein, dass es jetzt so klein ist für die. Die Primus, ey. So, und jetzt kratze hinten richtig. Okay, also da ist noch Verbesserungsbedarf. Ja, anstatt du denn auch von der Mitte wieder losfährst. Ich sag noch, fahr immer berg runter und was macht ihr? Fährt bergauf. Und du kannst noch sperren, ne? Was? Sperren? Die Achsen. Das heißt? Du drückst nochmal Numpad 7, Numpad 8, dann leuchtet das rot auf. Meinst du, das bringt was? Hast du Differenziale gesperrt? Weiß ich nicht, musst du mal probieren. Sollte man zwar eigentlich nur machen, wenn man gerade... Na gut, du fährst ja nur geradeaus. Bringt auch nichts, oder? Siehst du das hinten? Ist nicht. Jetzt. Weiß nicht, entweder brauchst du wirklich Radgewichte, aber das kann ich mir bald nicht vorstellen. Differential alles drin.
Ich hatte zum Testen den John Deere mit der langen Schnauze, den er. Und da hat geklappt, oder was? Ja, da habe ich aber auf dem Hof getestet, ne? Achso. Hier auf dem Feld. Ich will mal was gucken. Ich suche gerade nach einem passenden Trecker. Wir können doch hier nicht mit dem 8R anfangen, Junge. Der 8R hatte 450 PS, kostet aber 397.000. Ja, hier sind die auch mit dem Fendt 1050 vor, ne? Und mit dem großen 8R im Video. Ja. Ja. Nochmal geguckt. Der Tausender kostet ja schon 367.000. Ja. So viel Geld haben wir gar nicht. Eben. Müssten wir höchstens den 724 weg. Und dann weiß ich nicht. Weiß das auch nicht. Naja, aber es bringt ja nichts. Kannst ja nicht jedes Mal alles umschwaden hier. Der Blöde. Der rutscht ja auch sowas von, ne? Ja. Hinten. Darf ja eigentlich auch nicht sein. Ja. Entweder liegt das an dem Modträger, dass da nicht mit klarkommt, oder? Kann durchaus möglich sein. Gut, ich... Dann fahre ich den 724 jetzt weg, oder was? Ich weiß das nicht. Ich bring den erstmal diesen hier weg. Wie weg? Den Fendt hier. Den großen. Jetzt verkaufen oder was? Ja, und bringt ja so nix. Na gut. Dann behalten wir den 724. Ja. Wie viel Pellets ist denn da jetzt drin in dem? Soll ich das mal eben wegfahren? Ja, bring das mal weg. Leichte Komplikationen. Hätte ich das gewusst, hätte ich gleich den anderen gekauft. Das kann ja auch natürlich an diesem Mod liegen, ne? Mod-Träger liegen. Das ja, kann ja alles. Weiß man alles nicht. Nee, ich bin kein Modder, ich verstehe davon nichts. Ich kann Sachen ein bisschen abändern, aber auch nicht viel. So, 372.000 haben wir. Ist ein Fendt drinne. Fendt 1000. Ja. Mit 396 PS. Na, die hat sie ja jetzt auch schon. Ach Mensch, unser Drescher ist fertig. Also, wenn ich jetzt Größe 517 PS nehme, liegen wir bei 367.000. 67 oder 76? 67. Also wäre es drin, wir haben 372. Oder lieber weniger.
Wenn denn gleich richtig. Gut. Radgewichte? Nö. Ja, probier mal, nimm die lieber mit. Nichts bringt, ey. Dann weiß ich auch nicht. Der dann jetzt muss er aber genügend PS haben. Also, wenn das jetzt nicht reicht, du, dann. Ja, dann. Stimmt da was mit dem Packen. Ey. Sind unsere Sojabohnen jetzt schon fertig? Warte mal. Weiß ich nicht. Nee, sind sie noch nicht. Verdammt, Saat. Ups. Ups. Moment, den Fendt muss ich noch nicht zur Seite fahren. Achso. Ja, den fahre ich schon weg. Fährt er so mit 9 km/h hoch. Da zuckt er gar nicht erst, oder? Nee. Da kommt kein einziges Kratzen. Na, der hat ja auch 200 PS mehr, ne? Er lag das doch noch am Träger. Naja, jetzt muss ich den Träger erstmal wieder rausarbeiten. Ja, wäre nicht schlecht. Sonst können wir uns kein Rübenbrot leisten. Naja, dann müssen wir jetzt die nächsten Felder erstmal mit Stroh anbauen. Wenn das so viel bringt. Da hinten die 1 ist ja Roggen, Roggen drauf. Da kommt ja auch Stroh raus. Hat ja auch noch nicht 1050 hier auf dem Bergmann. Und dann verkaufe ich die Fugegerste jetzt mal. Ist zwar nicht viel, aber. Ja. Bei einem vollen Hänger schon. Oder warte mal, ein bisschen Kredit können wir ja noch nehmen, ne? Ein bisschen, ja. Dann würde ich vielleicht doch eher mal das jetzt noch als Schrot machen. Dann den Rübenroder mieten. Weil ich kann Sojabohnen noch leider noch nicht ernten. Das ist noch nicht erntereif voll. Und Feld 1? Ist auch noch nicht erntereif. Und sie wollen noch schlafen gehen, ne? Oder so, ja. Ja, dann sind wir aber, glaube ich. Wenn wir jetzt schlafen gehen, sind wir im Minus. Naja. Tierkosten, Gebäudekosten, Fahrzeugkosten. Autsch. Das war der Pfeiler. Naja, wir haben erstmal noch gegrillt. Auf unserem dünnen Strahler. Bisschen die Farbe abgeblättert, aber. Kommen wir sowieso nicht drauf. Verarbeiten. Ja, weiß nicht, soll ich den Roder jetzt schon holen oder? Wenn Kartoffeln fertig sind? Die Kartoffeln sind fertig. Ja. Ernten wir das ab. Dann kann man da wieder was anderes raufhauen oder wieder Kartoffeln. Ich glaube, mit den Kartoffeln kommen wir ein Stück hin. Hoffe ich.
Oh, 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 da müssen wir hier schon mit 500 PS schleppern anfangen. Ja. Ich glaube, das lag aber nur am Mod. Ja, möglich. Ich glaube, hätten wir einen anderen genommen mit auch denselben, nur dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Na, jetzt den normalen mit 939 genommen hätten, meinst du? Ja. Soll ich abtanken kommen, oder? Ja, wenn du willst. Kann man da auch nicht Kartoffeln durchjagen? Kartoffelpellets? Kartoffelpellets. Wo warte ihr, ich eile. Ui. Muss auch genau mittig fahren, ne? Mit dem Pickup, sonst nimmt er das nicht auf. Haben wir das so penibel gearbeitet? Mhm. Oh ja, jetzt haben wir einen schönen Tausender Nasenbären. Mhm. Der wird aber nur. Der wird aber nur für die Premiums genutzt. Das glaubst aber auch nur du. Mhm. Und nicht zum Spritzen. Das wäre Perlen vor die Säue, glaube ich. So, was kostet uns denn das Roderchen? Dann kostet 500.000 fast. Ja, und initiale Leasingkosten 25.000. So. Uhu. Na komm, ich mach die 400 voll. Oh, jetzt habe ich 405 voll. So, die 400.000 voll. 68.000 haben wir jetzt. Soll ja wohl reichen für einen Rübenruder. Mhm. Wo hast du das jetzt voll gemacht? Na, den Kredit, 400.000. So. Das GPS braucht er nicht. Also ich habe keinen Kredit gesehen hier oben. Wir hatten vorher bloß 3.000. Was hast du denn jetzt gemietet? Was hast du denn jetzt gemacht? Den Kartoffelroder gemietet. Ja, und wie viel Geld hast du gemietet? 65.000 oder so. Das ist so. Weil ich keine Benachrichtigungen mehr kriege. Hm. Oben in der Ecke. Gar nicht mehr? Nö, gar nichts wissen. Hm. Oh, ich komme ja mal mit 25 km/h angefahren hier. Hast du den jetzt gekauft oder gemietet? Gemietet. So. Gekauft. Du musst gleich Wasser auffüllen, ne? Mhm. Haben wir noch Melasse? Ja, haben wir noch. Ich fahr mal zum Hof auftanken. Der rutscht auch nicht. Aber so schlimm ist das gar nicht mit Auffüllen, Manuel. Nö, ne? Das geht auch nicht. Ja, nicht ganz voll geworden. Melasse ist jetzt alle. Mhm.
Kann man noch eigentlich Silo verkaufen? Wie Silo? Ja, Grassilo, gegärtes. Als Pellets? Nee. Nee, oder so, als beim Händler irgendwo. Keine Ahnung. Weil wir haben ja noch ein Silo. Da ist ja noch was über. Vom Gras fahren. Ja, das ist aber Biomasse jetzt schon. Ja, oder Biomasse. Kann das man nur. Das ist nur ein Zwischenprodukt. Kann man nur bei der Biogasanlage. Warum? Nicht haben. Doch eingeschalten. Was? Mein. Vergessen runter zu machen? Das macht er ja eigentlich automatisch. Voll im Erntemodus hier. Hier hau ich da hinten wieder eine Bucht rein, ne? Ja. Jetzt schaltet er auch nicht mehr ab. Wenn ich volle 10 km/h fahre. Hm. Huch, ich hänge. Muss ich hier um den Baum rumfahren oder was? Der Baum muss weg. So, dann lassen wir mal das Helferlein fahren, gell? Na, eine Spur ist das Ding schon halb voll. Mhm. Oh mein Gott. Ich glaube, wir müssen dann auch noch Gerstenstroh und nicht, Mehl da herstellen, ne? Was? Getreideschrot? Ja, müssen wir auch nicht noch herstellen. Dann bin ich doch schon bei. Das macht doch der Manni schon. Ja, was wollte ich denn jetzt gucken? Keine Ahnung. Oh, ich wollte gucken, ob da jetzt irgendwas gemacht werden muss. Ja, muss Kalk rauf. Wo denn? Auf die 4. Och, Möno. Ich geh mal Kühe füttern. Mhm. Das kann ich wenigstens. So, jetzt fehlt uns ja eigentlich bloß noch die Halle, ne? Mhm. Ups, ups. Die kostet bloß 400.000. Bloß ist gut. Aber wenn wir jetzt ordentlich Pellets machen, dann noch zwischendurch noch mal Kompost. Und dann noch die Kartoffeln. Wenn wir dann die Halle haben, können wir den Kredit wieder abarbeiten. Ja. Aber das dauert wohl noch 20 Folgen. Das könnte durchaus möglich sein. So, apropos 20 Folgen. Folge ist zu Ende. Ich hoffe, es hat trotz der kleinen technischen Probleme, die wir hatten, gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.